Electrovoice hat mit der EVERS 8 einen akkubetriebenen Full-Range-Lautsprecher rausgebracht, mit dem sie uns versprechen, dass wir im Prinzip jede Live-Situation völlig problemlos beschallen können. Was die Box kann, welche spannenden Features es gibt, ob die Kiste ihr Geld wert ist und wo Electrovoice vielleicht ein kleines bisschen geschummelt hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Portable Boxen sind jetzt an sich eigentlich keine Neuheit. Auch Boxen, wo wir Gitarre und Gesang gleichzeitig wiedergeben können, haben andere namhafte Hersteller schon rausgebracht. Die Frage ist jetzt natürlich, warum lohnt sich die EVERS 8? Welche Features gibt es? Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen. Fangen wir gleich mal an, welche Hardware hier verbaut ist, also welche Eingänge es gibt und wie die ganze Kiste überhaupt zu bedienen ist. Was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass die EVERS 8 grundsätzlich sehr kompakt gebaut ist. Die Box wiegt insgesamt 7,6 Kilo, was für eine portable Box wichtig ist, dass wir nicht immer so ein 15 bis 20 Kilo Ding mit uns rumschleppen müssen. Aber die EVERS 8 ist auf jeden Fall sehr komfortabel, ja, grundsätzlich zu bewegen und auch rumzutragen. Wir haben einen 8 Zoll Speaker und einen 1 Zoll Hochtöner, deshalb auch EVERS 8. Es gibt noch andere Modelle, zum Beispiel die EVERS 12, die hat dann einen 12 Zoll Speaker eingebaut. Und interessant ist vor allem die Rückseite von der Box. Hier haben wir nämlich einmal so einen Plastikschutz, den wir abnehmen können. Und hier kommen wir jetzt quasi zu den ganzen Inputs von dem Gerät. Wir haben hier einmal den Input 1. Das ist eine Kombinationsbuchse für Viertel-Zoll-Klinke oder XLR. Das gleiche gilt für Input 2. Wenn wir uns die beiden Kanäle nochmal genauer angucken, können wir jetzt sehen, dass unter Input 1 und 2, beziehungsweise unter den Buchsen, noch zwei, drei Informationen stehen. Und zwar haben wir einmal bei Kanal 1 48 Volt Switchable XLR. Das bedeutet, wir können in Kanal 1 nicht nur ein dynamisches, sondern auch ein Kondensatormikrofon anschließen, denn Kanal 1 kann uns Phantomspannung auf dieses Kondensatormikrofon geben. Bei Input 2 seht ihr hier Hi-Z. TRS. Hi-Z bedeutet Hochimpedanz. Das bedeutet, wir können hier mit einer Gitarre direkt reingehen über Klinke. Also es wird empfohlen, quasi, wenn wir mit einer Gitarre in die Box reingehen, dass wir den Kanal 2 nehmen. Denn Gitarren, gerade zum Beispiel E-Gitarren, haben eine sehr hohe Ausgangsimpedanz und wir brauchen eine extrem hohe Eingangsimpedanz von dem Endgerät. Und genau, das ist einfach ein Feature, das wir quasi bei der EVERS 8 noch mit drin haben. Das haben die sozusagen mitbedacht. Wenn wir also aus einem Gerät rausgehen, wie zum Beispiel einer E-Gitarre, mit einer sehr, sehr hohen Ausgangsimpedanz, dass wir hier nochmal so einen Hi-Z-Input haben. Dann haben wir noch Input 3.4. Das können wir entweder über eine Mini-Klinke anschließen oder über Bluetooth. Also die Box ist auch Bluetooth-fähig. Ich kann also quasi von jedem mobilen Endgerät per Bluetooth-Verbindung hier irgendwas von Musik oder irgendeine Audiodatei abspielen. Es gibt einen Mix-Out, das heißt, ich kann alles, was hier reingeht, auch wieder über XLR abgreifen. Ich habe einen Foot-Switch, mit dem wir Effekte an- und ausschalten können. Wir haben hier unten noch einen Stromanschluss, mit dem wir die Box entweder normal betreiben oder eben auch laden können, weil es gibt hier einen Akku. Und wir haben noch einen USB-C 5 Volt 1,5 Ampere Anschluss, mit dem wir nochmal ein Endgerät laden können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, ich habe die Box und mir geht langsam der Strom in meinem Handy aus, dann kann ich das einfach anschließen und kann quasi damit ein bisschen das Handy laden. Zieht natürlich ein bisschen was an der Batterie, aber der Akku ist relativ stark. Unten an der Box finden wir außerdem noch ein Schubfach, da können wir den Akku austauschen. Ganz, ganz wichtig, gerade bei solchen Geräten, dass der Akku nicht fest verbaut ist, dass der irgendwann quasi einfach Schrott ist und dann müssen wir das ganze Ding wegwerfen, sondern wir können den Akku, wenn der irgendwann mal schlapp macht, ist ja bei Akkus nach ein paar Jahren in der Regel so, können wir den einfach rausnehmen und einen neuen einsetzen. Oder wenn ihr sogar sagt, ihr wollt eine sehr, sehr lange Session machen, dass ihr euch quasi einen Ersatzakku mitnehmt und den Akku schnell austauscht, wenn der erste leer ist und könnt damit quasi nochmal eure Performance-Zeit einfach verdoppeln. Außerdem haben wir hier einen Endlos-Encoder, mit dem wir über das Display alle Funktionen, die die Box hat, bedienen können. Das heißt, ich kann die Lautstärke der einzelnen Kanäle regeln, ich kann den Output von der Box regeln, ich kann Effekte an- und ausschalten, ich kann Sachen quasi dazuschalten, ausschalten und so weiter und so fort. Das geht alles über dieses kleine Display, was ich ganz angenehm finde, weil wir uns dadurch einfach jede Menge Bedienoberfläche sparen. Das heißt, wir haben nicht 50.000 Knöpfe, sondern wir haben einen Encoder, wo wir dann durch verschiedene Ebenen durchgehen können. Manche würden sagen, ich habe aber eigentlich gerne schnell und einfach mal zugreifbar, wenn ich jetzt hier nur mal den Treble-Regler irgendwie laut machen will in dem Kanal oder hier noch kurz einen Effekt reinschieben. Dafür hat sich Electrovoice eine Lösung überlegt und zwar gibt es eine mobile App, mit der wir die Box steuern können. Ich habe hier jetzt einmal die App auf meinem Handy aufgemacht. Ich drücke jetzt mal auf Reconnect.
Jetzt hat er den Evers 8 hat er schon gefunden. Das ist einfach eine ganz normale Bluetooth-Verbindung. Und hier bin ich jetzt erstmal grundsätzlich in meinem Output von der Box. Das heißt, ich kann hier das Volume von dem Ausgang von der Box regeln. Ich habe hier einen Dreiband-EQ, wo ich relativ einfach die drei Bänder, Bass, Mitte und Treble regeln kann. Aber was jetzt interessant ist, ist hier einmal unten der Edit Mixer. Hier kann ich auf die einzelnen Kanäle nämlich zugreifen. Kanal 1, Kanal 2 sind ja einzeln. Dann habe ich Kanal 3, 4, das ist dieser Stereokanal. Die nächste sind dann Effekte, die ich dazu schalten kann. Und das letzte ist dann quasi nochmal der Main-Ausgang als extra Regler. Ich gehe mal auf den ersten Kanal und hier seht ihr jetzt gleich, ich habe hier ein paar verschiedene Effekte. Ich habe hier auch wieder einen Dreiband-EQ. Ich habe einen Ducker, da erkläre ich gleich nochmal genau, was das damit auf sich hat. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich kann hier einfach auf die einzelnen Parameter tippen und kann dann durch dieses Band rechts quasi durchziehen und schieben die einzelnen Parameter höher oder tiefer stellen. Oder ich kann hier oben auf das Plus 1 und Minus 1 auch drauf tippen und kann dann eben quasi in einer Schritten hoch oder runter gehen, wenn ich quasi nur so ein bisschen eins mehr oder weniger haben will. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich kann hier mit den Pfeilen auch dann auf die nächsten Kanäle wechseln, wenn ich eben nicht erst wieder zurück ins Hauptmenü will, sondern das funktioniert auch unproblematisch. Und kann damit eben alle Effekte, die ich in dieser Box habe, ohne Probleme fernsteuern. Das ist ganz angenehm, wenn die Box irgendwo steht oder irgendwo hängt und ich denke mir, ich müsste vielleicht bei Kanal 1 den Kompressor nochmal irgendwie ein bisschen anpassen, gehe ich auf meine App, schiebe den nochmal hoch und muss nicht erst zur Box hin, muss mich durch dieses Menü durchwählen. Also das war auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich mag diese Fernbedienbarkeit von meinem Werkzeug, dass ich quasi nicht immer hinrennen muss, sondern dass ich hier zweimal drauf tippe muss und dann ist das erledigt. Reden wir noch kurz über den Ducker-Effekt. Ducker oder Ducking bedeutet, dass wenn quasi auf der Spur was läuft und eine andere Spur fängt an, also wenn zum Beispiel auf dem einen Kanal Musik läuft und dann über die zweite ein Mikrofon angeschlossen ist und da spricht jemand rein, dann wird die, wo das Ducking aktiv ist, leiser gemacht. Das kann man zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ihr Alleinunterhalter seid oder ihr macht einen Kindergeburtstag und es läuft irgendwie Musik und immer wenn ihr in das Mikrofon sprecht, soll die Musik ein bisschen leiser gemacht werden. Dann braucht ihr diesen Ducker-Effekt, weil dann eben eure Stimme oder eben das Signal aus dem Mikrofon die Musik einmal wegdrückt und sobald das Signal aufhört, kommt die Musik dann wieder und läuft einfach weiter wie zuvor. Es gibt hier einmal den FX. Da will ich noch kurz drüber sprechen. Und zwar ist das hier der Effektkanal. Und ich kann quasi einen vorgefertigten Effekt auswählen, auf den ich dann quasi auf alle Effekte legen kann oder wo ich alle Effekte reinschieben kann. Ich habe hier einmal Echo und Reverb Short, dann habe ich Reverb Room, Reverb Concert Hall, eine Large Hall, eine Church. Es gibt dann noch so Soft-Hall-Effekte. Die habe ich alle mal abgecheckt. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es sind alles ganz solide Räume, mit denen man ganz gut arbeiten kann, wenn man eben mal so ein bisschen Hall auf der Stimme oder auf einem Instrument haben will. Eine letzte Sache, die noch interessant ist, ich habe hier unten in dem Bild, in meinem Main-Bild, noch vier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe einmal ein X-Over, das ist die sogenannte Crossover-Frequency, also wenn ich die Box mit einer zweiten Box kombiniere, in der Regel mit einem Subwoofer, dann gibt es immer eine Frequenz, ab der quasi die tiefe Box aufhört zu arbeiten und die Box anfängt zu arbeiten. So, wenn ich zum Beispiel 100 Hertz einstelle, dann ist die tiefe Box bei, also gibt quasi alles bis 100 Hertz wieder und die Evers-Box, die Evers 8 gibt alles 8 ab 100 Hertz wieder. Das heißt, hier haben wir quasi eine eingebaute Funktion, die uns auch erlaubt, diese Box in Kombination mit anderen Boxen zu verwenden. Die nächste Funktion in der App ist die Location und das verrät uns auch ein bisschen was über das Einsatzgebiet von dieser Box. Wir können nämlich auswählen, wo genau die Box quasi sich gerade befindet. Ist sie auf einem Tripod, also ist sie auf einem Stativ, das für solche Monitorboxen auch genormt ist? Ist es im Kickback? Das ist fast meine Lieblingsfunktion von dieser Box. Die ist nämlich so gebaut, dass wir die einfach kippen können. Und dann haben wir das Abstrahlverhalten der Box nochmal verbessert, denn die Leute sind ja meistens nicht da unten, sondern da in der Gegend. Und ja, wir haben hier einfach eine Vertiefung, wir haben hier einfach eine Kante, mit der wir die Box völlig stabil kippen und das heißt eben Kickback, finde ich super. Und wenn wir das hier nochmal auswählen, dann passt die App quasi nochmal das Abstrahlverhalten der Box an diese Kickback-Situation an.
Oder ist es gerade als Monitor, also liegt es zum Beispiel gerade auf dem Boden und wird eben als Monitorbox live auf der Bühne verwendet. Das hat dann nochmal Einfluss darauf, wie die Box arbeitet. Das findet ihr alles im Handbuch im Zweifel. Das habe ich euch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Aber hier haben wir eben quasi schon mal die Einsatzmöglichkeiten. Wo befindet sich die Box eigentlich gerade? Bin ich unterwegs und habe die einfach gerade im Kickback stehen? Habe ich die in einer PA-Anlage aufgebaut und die steht gerade auf einem Tripod? Oder ist die eine Monitorbox, die gerade irgendwo auf der Bühne liegt? Bei Function haben wir einen Unterschied zwischen Mixer und Basic. Da ist die Mixer-Funktion die richtige Wahl. Und hier haben wir auch nochmal einen Mode, den wir auswählen können. Und zwar Music, Live, Speech oder Club. Was uns auch wieder so ein bisschen darauf hindeutet, für wen ist diese Box eigentlich konzipiert und für wen ist die Box eigentlich interessant. Denn allein, dass wir diese Auswahlmöglichkeiten haben, sagt uns ja schon, okay, das hier ist nicht nur eine Box für Straßenmusiker. Das ist eigentlich auch eine Box, mit der wir ja ganze Venues, also größere oder sagen wir mal mittelgroße, große und kleine Venues unproblematisch beschallen können. Und wir wollen so ein bisschen maximale Flexibilität mit der Everse schaffen, dass wir eben nicht nur sagen, okay, da kann man jetzt irgendwie Sprache drüber machen, sondern es sind relativ viele Features eingebaut und wir haben für unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Presets eingespeichert. Wenn wir uns nochmal das Datenblatt von der Everse 8 ansehen, dann gibt es so ein paar Sachen, die mich erstmal stutzig gemacht haben, weil, ja, das sind Sachen, die ich so von Boxen tatsächlich noch nicht kenne. Wir haben eine Gesamtlautstärkenangabe, die diese Box kann, von 121 dB. Das ist wahnsinnig laut. Also ich sag mal, man sagt immer so, ein startendes Flugzeug hat so 120 bis 130 dB, wenn man nicht so weit davon entfernt steht. Das heißt, die Box hat gemessen eine relativ hohe Lautstärke. Wir haben eine Full-Range-Box. Auf dem Datenblatt steht allerdings 50 Hertz bis 20 Kilohertz. Das war so der Punkt, wo ich dachte, na, haben sie sich da vielleicht ein bisschen vertan mit Full Range, weil eigentlich ist der Frequenzgang, den wir hören können, 20 Hertz bis 20.000 Kilohertz. Ich habe das dann nochmal für euch recherchiert. Full Range heißt nicht immer 20 bis 20 Kilohertz, also 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Full Range heißt in dem Fall vor allem, dass die ganze Range ausgeschöpft wird, die mit diesen Speakern machbar ist. Das heißt, wir haben einen 8 Zoll Speaker und einen 1 Zoll Tweeter. 50 Hertz ist dafür schon relativ tief. Das heißt, die dürfen das Full-Range-Box nennen. Es ist aber wichtig an der Stelle zu wissen, die geht nicht ganz runter bis 20 Hertz. Ein bisschen Bass wird euch fehlen, ein bisschen Tiefmitten vielleicht auch noch, aber grundsätzlich hat die Box eine extrem große Wiedergabe und hat halt auch eine sehr schöne Höhenwiedergabe. Das Abstrahlverhalten von der Box ist horizontal wie vertikal 100 Grad, was relativ groß ist. Also wir haben ein hohes Abstrahlverhalten. Und die letzte Sache, wo ich dann quasi gesagt habe, okay, ich muss das nochmal ein bisschen überdenken, wie mein Blick auf diese Box ist, ist, dass die eine Gesamtleistung von 400 Watt hat. Mal zum Vergleich so, andere Boxen, die für mich sozusagen interessant waren, weil ich halt gedacht habe, so ein bisschen Straßenmusik machen oder so ein bisschen unterwegs sein und ein bisschen singen und ein bisschen Gitarre spielen, haben in der Regel irgendwas zwischen 50 und 60, maximal mal 65, 70 Watt. Diese Box hat 400 Watt, das ist deutlich mehr. Und da finde ich es jetzt wichtig, dass wir uns mal so angucken, von welcher Seite betrachten wir die Box eigentlich? Ist das wirklich nur eine Box, um da ein bisschen Musik drüber zu machen, oder ist es nochmal was anderes? Ich habe jetzt bei den ganzen Funktionen da schon so ein bisschen angeteasert. Es ergibt Sinn, die Everse 8 von der Warte zu betrachten, dass es eigentlich eine PA-Box ist, die to-go gemacht wurde. Es gibt viele Boxen, die fürs Unterwegssein gemacht sind, was so ein bisschen aufgebohrte Gitarrenboxen sind. Das heißt, wir haben irgendwie ein Gitarrenamp, wir haben teilweise auch noch Amp-Simulationen, es gibt ein EQ, wir haben noch einen Eingang für Gesang, also für ein Mikrofon mit eingebaut. Aber das fasst sich immer alles so an und das sieht auch ein bisschen so aus, wie eben genau das. Eine Gitarrenbox, die so aufgemacht wurde, mit einem Akku versehen, dass man die eben auch mitnehmen kann. Und die hören sich teilweise dann auch so an, eben wie Gitarrenboxen, über die auch gesungen wird. Für einige Anwendungen reicht das auch völlig aus. Die Everse 8 ist jetzt allerdings eher eine PA-Box, die so ein bisschen aufgemacht wurde Richtung, naja, wir wollen erstens, dass die portabel ist, dass man die mitnehmen kann und dass man darüber eben im Zweifel auch ein bisschen Musik spielen kann oder nochmal eine Gitarre anschließen kann oder, dass das einfach so ein bisschen mehr Funktionen und mehr Features hat, als jetzt einfach nur stumpf eine PA-Box, mit der man halt Sprache abnimmt. Bei so viel Leistung stellt sich natürlich die Frage, wie gut kann der Akku sein und wie lange hält das Ding, weil wenn uns das nach anderthalb Stunden
absäuft, ist es natürlich auch nicht hilfreich, wenn wir damit unterwegs sind. Die Angabe ist tatsächlich bei Vollauslastung, dass die EVAS 8 immer noch 6 Stunden Leistung hat, was wahnsinnig lang ist. Und selbst wenn man nur auf 95 dB SPL, also SPL heißt Sound Pressure Level, also 95 dB Lautstärke fährt, sagen sie, dass es quasi bis zu 12 Stunden läuft. Also der Akku hier drin scheint wirklich, wirklich, wirklich stark zu sein. Wenn man damit gleichzeitig auch noch ein Mikrofon betreibt und sein Handy lädt, kann das natürlich ein bisschen an der Laufzeit ziehen. Mir war es einfach nur wichtig zu sehen, das ist eigentlich was anderes als viele andere Boxen, die man so mitnimmt. Das ist eher eine PA-Box, die eben für den portablen Live-Betrieb aufgebaut wurde. Worüber ich jetzt noch nicht gesprochen habe, ist natürlich der Klang der Box. Das ist blöderweise in einem Video nicht so gut zu zeigen. Denn was ich machen kann, ist, dass ich da jetzt mit dem Mikrofon und meiner Gitarre reingehe und die Box dann abmikrofoniere. Das spiegelt aber nicht so wirklich wider, wie die Box klingt. Wir haben das versucht, es ist nicht wirklich gut gelungen. Ich kann euch nur meine Erfahrung mit der Box mal in Worte fassen. Meine Wahrnehmung war, dass die Box einen extrem klaren PA-Sound hat. Also es ist ein sehr, sehr, sehr ausgeglichenes Bild. Es ist sehr angenehm, die Lautstärken der einzelnen Kanäle untereinander zu regeln. Vor allem mit der App, wenn man die über Fernsteuerung quasi, also die Kanäle einzeln steuert. Der Gesang ist sehr, sehr gut wahrnehmbar, sehr, sehr gut hörbar. Die Effekte haben mich nicht so umgehauen, aber es waren gute Brot- und Butter-Effekte dabei. Also für so ein bisschen Hall hat es gereicht. Und es hat sich eben angehört und angefühlt wie wirklich eine PA-Box, wo alles vor allem darauf ausgelegt ist, dass es eben klar rüberkommt und ausdifferenziert zu hören ist. Kommen wir nochmal zum Fazit. Ist die Box jetzt ihr Geld wert? Die EVAS 8 kostet gerade, Stand März 2024, knapp 800 Euro im Thomann-Shop. Unverbindliche Preisempfehlung wie immer. Das ist natürlich für so eine kleine Box ein ganz schöner Batzen Geld. Wenn es jetzt bei euch darum geht, dass ihr einfach nur irgendein Wiedergabegerät braucht, mit dem ihr euch mal eine Straßenecke spielen und mal so ein bisschen was wiedergeben könnt, ist die vielleicht ein bisschen oversized. Wenn es euch aber darum geht, dass ihr wirklich einen sehr klaren Klang habt und eine portable Box, die für verschiedene Sachen einsetzbar ist, mit der ihr wirklich auch mal eine Veranstaltung beschallen könnt, wo jetzt mehr als 5 oder 10 Leute sind, wenn ihr eine starke Akkuleistung, wenn ihr eine hohe Lautstärke wollt und wenn es euch einfach generell klanglich darum geht, dass ihr auch einen guten Sound aus eurer PA-Box rausbekommt, auch aus eurer portablen PA-Box, dann ist die EVAS 8 auf jeden Fall mal zumindest den Test wert. Also guckt euch das Ding mal an, hört mal rein, sprecht da mal ein bisschen was drüber, lasst da drüber mal ein bisschen Musik laufen. Es ist eine ganze Stange Geld, aber es ist, denke ich, nicht zu viel Geld für das, was ihr dafür bekommt. Das war mein Test zur EVAS 8. Wenn ihr selbst schon Erfahrung gemacht habt mit der EVAS 8 oder der EVAS 12 oder einer anderen aus der Reihe, schreibt mir gerne einen Kommentar unter das Video. Wenn ihr euch für die Box interessiert, benutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre, Musikproduktion und Musikaufnahme habt, besucht meinen Kanal, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.